Dachchen, Leute, und willkommen zum 31. Part von FIFA 13 Ultimate Team. So, wir wieder mit dem Premier League Team am Start. Erstes Spiel in Liga Nummer 1 mit dem Fan-Account. Da könnt ihr mich natürlich, wenn ihr wollt, immer noch adden. Ich nehme mir das weiße Trikot. Ja, nimm du ruhig das Barca, ich will das Bayern-Trikot. Ich bin zwar Bayern-Fan und wenn man Chelsea-Trikot nimmt, dann muss man als Bayern-Fan eigentlich blöd sein, aber es ist ja eigentlich noch ein schönes Trikot, wenn man das so ansieht. Das Blau ist ja meine Lieblingsfarbe, aber ich werde mir bestimmt irgendwann, wenn ich es nicht vergesse, das Dingens Bayern-Heim-Trikot holen. Nur das Blau vom Chelsea-Trikot, das finde ich echt schön und... Ja, es geht ja eigentlich darum, diese Trikots zu haben, die man schön findet. Es gibt sicher auch solche, die Trikots nehmen von ihrem Lieblingsverein. Aber ja. So, jetzt legen wir hier gleich mal los mit Walcott. In der Verteidigung hat er Abidal. Der hat natürlich keine Chance gegen Walcott, wegen dem Pace. Subotic auch nicht. Und da kommt die Flanke zu Podolski, aber der verzieht grauenhaft. Ja, das wäre es wieder gewesen in der zweiten Minute. Darren Bent hat er im Sturm, den hatten wir ja gestern schon bei jemandem. Ah, ja, hier darf ich wahrscheinlich nicht zu viel tricksen, weil der ist nicht ohne Grund in Liga 1. Der ist nicht ohne Grund in Liga 1, denke ich mal. Ja, oh, da legt er Tarabt und jetzt ist er verletzt am Boden. Ja, das schaffst du nicht bei mir, Junge. So, wie haben wir da? Da liegt da immer noch der Tarabt. Hier, komm jetzt, Walcott. Zack. Womps, 1-0. Podolski. So muss das sein, Bitches. Yes, der Podolski. 17. Spiel, 19. Tor. Ich habe vorhin geschaut und Tarabt ist gar nicht mein Topscorer. Der hat nämlich 16 Spiele und nur 12 Tore. Ja. Trotzdem macht er in letzter Zeit in jedem Spiel ein Tor. Okay, probier da, bitteschön. Oh, hier ist sehr schön von Walker den Ball geholt. So, die Pace-Suche wieder im Einsatz. Da ist wieder Poldi. Zack. Oh, das ist 2-0 auch gleich. Dann machen wir den Kollegen hier fertig. Meine Güte. Das läuft gut. Seitfallzieher hier von Podolski auf den Boden und dann ins Tor. Da hat er den Torwart aber schön erwischt, der Poldi. Oh, jetzt hier wieder Balleroberung. Ja, wer war es? Tarabt, glaube ich. Nee, glaube nicht, weil der hätte sonst einen Ronaldo-Job gemacht. Weil ich wollte den eigentlich machen. Oh, hier. Toni Kroos, ja, der hätte natürlich keine Chance. Kroos hat, glaube ich, nur gerade mal 50 Pace oder so. Also nicht besonders viel, können wir sagen. Nicht besonders viel. Ja. Nicht besonders viel. Hier. Sehr schlechte Ecke von ihm. Haben wir Chicharito. Ah, kommt nicht am Ball hier. Podolski, komm, mach den Hattrick. Wow, wow. Da ist er draußen im Torwart. Jetzt hätte ich einen Longshot mit Nani machen können. Hätte ich einfach einen Longshot mit Nani machen können. Ich hätte nicht erwartet, dass er mit dem Torwart rauskommt. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Tarabt. Oh, 11 Meter. Nein, gibt er nicht. Ja, ich habe auch schon solche 11 Meter bekommen, wenn ich getrickst habe im Strafraum. Oh, schlechte Ballern, aber hier Fellaini, Biest! Ja, jetzt haben wir hier wieder den Poldi. Und mit rechts. Jetzt Tarabt, oh! Der war eigentlich aus spitzem Winkel doch noch knapp mit seinem schwachen Fuß. Aber eigentlich hat ja Tarabt keinen schwachen Fuß, da hat er 5 Sterne schwacher Fuß. Von dem her ist es nicht so schwer für ihn mit dem linken Fuß zu schießen, weil er ist, glaube ich, Rechtsfüßler. Ich weiß es gar nicht. Ich kann mit beiden, er kann ja mit beiden Füßen schießen, dann hat er keinen stärkeren Fuß. Also so, jetzt hier ist, oh, jetzt gibt's rot. Grätsche von hinten. Ja, das ist rot, das ist klar. Toni Kroos und dann noch einer von Bayern, weißt du.
Muss das denn sein? Musst du mich so runtermachen? Oh, hier schlechter Kopfball von Tarrat. Aber Fellaini löst das. Seriös, wie das halt so Leute mit einem Wuschelkopf machen. Jetzt hier wieder Poldi. Was macht er denn da? Warum hat er so lange gewartet? Naja, jetzt hier der Gegner wieder. Ein zentraloffensives Mittelfeld ist schon mal weg von ihm. Und ja, ja, da schickt er sich gerade selber in den Lauf der Vermählen. Jetzt skillen wir mal mit Vermählen. Nee, klappt nicht. Ah, jetzt müssen wir den Ball holen, damit... Ah, jetzt fehlt nämlich ein Verteidiger hinten, und zwar das Beast. Oh, da ist er durch mit Lampert. Oh, my con, 85 Pace, sag ich da nur, gegen irgendwie 70 Pace oder 60, keine Ahnung. Da, ah, what was that? What was that, man? Oh. Ah, das ist wieder Lampert. Keine Chance. Oh. Nee, nee, Junge. Oh, my con. Du musst nicht die Schwarzen abschießen hier. Nur weil du halbschwarz bist. Junge, Junge. Die Schwarzen in meinem Team sind geil. Und hier hat er es schön gespielt. Oh, da kommt der Ball noch zu Bent, aber... Ja, Bent ist Rechtsfüßler. Jetzt hier Tarrat. Oh, gibt das die zweite rote Karte? Ah! Ja, Alex Song folgt Toni Kroos gleich mal in die Kabine. Ja, jetzt ist es nicht mehr so schwer. Aber hier, kommen wir mit Darren Bent. Ja, kein schlechter Schuss. Also, je weniger Spieler er hat, desto gefährlicher wird er irgendwie. Kann das sein? Ist bei mir auch meistens so. Zu 10 spiele ich besser als zu 11 manchmal. Ich habe mal mit meinem Silberteam... war 60. Minute und es war 3-1 für den Gegner. Dann habe ich einen Platzverweis bekommen mit Almebeck, dem Innenverteidiger, und in der 90. stand dann 4-3 für den Akuyaku. Da gab es da mal direkt einen auf der Mütze. Da wollte ich mal ohne Ronaldo-Job durch, aber das funktioniert noch weniger. Naja. Und jetzt hier Darren Bent. Bent kommt nicht durch. Uiuiui, was machst du da, Klischee? Das ist die falsche Richtung. Und vor allem, was macht Nani auf dieser Seite da? Egal, jetzt hier Podolski gegen Richards. Richards kann klären. Und Sirigu, keine Ahnung, was er bei ihm im Tor sucht. Italienischer Torwart von PSG. Es ist wirklich eine gute Frage, was der bei ihm im Tor sucht. Weil da hat er eigentlich Premier League. Gut, er hat auch ein bisschen Serie A und Bundesliga und Liga BBVA. Vielleicht irgend so ein Pack and Play, Junge. Aber das war kein Foul, Herr Schiedsrichter. Das war kein Foul. Und vor allem kannst du jetzt abpfeifen. Danke. Weil sonst macht er mir hier noch ein Tor oder da mache ich eins. Und jetzt pfeift er ab. Nein, er pfeift nicht ab. Und da ist Poldi. Lupfer. Klappt nicht. Chicharito im Kopfballduell. Oh. Mann. Schade. Schade, schade. So, jetzt ist Halbzeit. Ja, da hätte ich den Sack zumachen können noch. Vor der Halbzeit. Ja, das Einzige, was bei ihm steht, sind die roten Karten von Kroos und Song. Ja, selber schuld. Hier noch kurz einen Schluck Eistee nehmen. Er hat sogar noch mehr Torschüsse als ich. Ja, weiter geht's. Ich bin gestärkt. So, komm, Spiel. Ich hab ihn ins Skype geschrieben, mal kurz schauen. Ah ja, das ist der YouTuber-Cup-Chat im Skype. Da ist immer sehr viel los bei uns YouTubern im Chat. Berichten wir über Trade-Methoden in FIFA oder unsere Resultate oder sonstige Kacke. Und ach du Scheiße, da macht er das Tor mit Bent. Was soll denn das? Ist ja doch nicht so schlecht, wie ich es gedacht habe. Jetzt muss ich hier
gerade hinsitzen und jetzt geht's wieder los hier, ab die Post. Nani, probieren wir mal einen Ronaldo-Job, hat sogar noch geklappt. Das ist das Podolski, Chicharito, sie kommen alle nicht durch. Oh ne, Chicharito ist da in der Verteidigung hinten, warum? Oh, Fellaini. Alter. Alter! Oh. Mann. So, Lampard mit der Ecke. Oh, da ist Marouane. So, Chicharito. Jetzt hier Podolski gegen Abidal. So, jetzt... Alter, warum? Abidal ist doch nicht gleich schnell wie Podolski. Sag mal, du hast doch wirklich einen nicht mehr ganz an der Birne. Also manchmal die Logik dieses Spiels, manchmal echt fragwürdig. Naja, einer mit irgend 78 Pace, gleich schnell wie Podolski, aber hier, Alter. Kannst du den nur nicht machen, solche machst du doch normalerweise, Poldi. Oh ja, da muss... Warum kann er den denn nicht halten? Naja, besser für mich. Dann kann ich einen Kopfballtor machen, wenn es gut kommt. Was kommt nicht gut? Hier, ein Bier. Also, ja, der kann natürlich nicht schießen. Der ist Verteidiger. Wenn es Mike Conn gewesen wäre, dann wäre drin gewesen, der Ball. Aber es ist halt nicht Mike Conn. Hier, gute Störarbeit. Aber der Ball ist trotzdem beim Gegner. Komm, nimm den Ball. Nur 2:1, Mann. Und der ist in... Und ich bin in doppelter Überzahl. So, Fellaini. Ah, Fellaini. Der will mich provozieren oder so. Der weiß genau, dass er noch gewinnen wird oder so. Aber das kannst du vergessen, Junge. Hier, nein! Ja! Ja! Bitteschön! Chicharito! Chicharito! Oh yes! Yes, baby! Podolski mit einem Trick. So, jetzt hier gegen Subotic, der Poldi. Zack, Alter. Warum machst du keine Tore, Podolski? Hätte ich doch die kurze Ecke genommen. So, jetzt Ecke. Und ich habe schon lange kein Eckballtor mehr gemacht. Oh. Was ist hier? Was ist denn jetzt, bitteschön? Boah. Wo hast du denn bitte den Foul gesehen, mein Freund? Naja. Ich muss hier unbedingt das 4:1 schießen, weil das erste Spiel in der Liga 1 ist immer eigentlich eines der wichtigsten. Wenn man das verliert, dann ja, ist man halt für den Rest der Liga nicht so motiviert. So, jetzt Podolski. Sam! Na, es geht doch. Ich kann den Balotelli nicht machen, ich habe ihn noch nicht freigeschaltet im EAFC-Katalog. Ich bin erst Level 9, aber ich glaube, er ist mit Level 9 ist er, glaube ich, verfügbar. Oder mit Level 11, ich weiß es nicht. Da muss ich nach diesem Spiel gleich mal schauen gehen. Und dann gibt es vielleicht schon morgen den Balotelli. Also nicht den Spieler, sondern den Jubel natürlich. So, jetzt hier wieder Poldi. Okay, Poldi will nicht. Ah! Oh! Oh, das war gar nicht Podolski, der ist da außen. Naja, hat er wenigstens noch eine schlechte Flanke gemacht, der Poldi. So, Fellaini, Woms! Oh, schade. So, mach eine gute Ecke, Nani. Mach eine gute Ecke, Ben Malen ist da. Mike Conn, oh, mach doch mal dein erstes Tor hier. So, jetzt Chicharito gegen Lampard und es ist 4:1. Seit wann ist denn bitte schön 4:1? Hat Tarab schon ein Tor gemacht? Keine Ahnung.
Aber jetzt macht er hier Tiki-Taka wie Brasilien, oder was? Na, da wollte er mich schon wieder von hinten grätschen. Das wäre die dritte gelbe gewesen, hätte er getroffen. Also, wenn ich ihn wäre, ich würde mal aufpassen, weil, glaube ich, ab drei gelben Karten wird das Spiel abgebrochen. Und zack, da ist Nani. Was macht denn der auf der rechten Seite? Na, egal, mein zweites Tor mit Nani. Sauber, sauber gemacht hier. Einfach nur sauber hier. Schöner Lupfer. 5-1. Nichts damit, Gucci oder Chuchi oder Cookie. Du bist so schlecht, Junge. Gut, er hat zwei weniger, aber das ist keine Ausrede. So, jetzt Spiel. Willst du jetzt hinten rumspielen oder was? Da kannst du schon, ich bleib stehen. Mach doch, mach, kein Problem. Wir bleiben ein bisschen stehen. Oder wollen wir ihm was schreiben? Wollen wir ihm... Komm, wir schreiben ihm was. Haha, Noob. Das haben wir geschrieben, jetzt können wir angreifen. Zack. Dann sweaten wir noch zum Podolski und bitteschön. Nur weil du es bist. Das sind ein paar Küsse für dich. Na, bitteschön, komm, ich zeige das gleich ein paar Mal. Oh, geht leider nicht. So, komm. Ja, komm, mach noch ein Eigentor, kein Problem. Komm, lauf rein. Ja, sehr schön. Ui. Yeah, like a boss. Like a boss. Komm, noch eins. Noch eins, komm. Yeah, du bist so geil. Du bist so gut, ey. Jetzt macht er noch jede Minute ein Tor. Ah, komm. Now Micah Richards. Subotic. Abidal. Ja, will er noch was machen? Willst du noch was machen? Ja, der wächst sich noch an einen Angriff heran, aber der ist sehr schnell vorbei. Hier, komm, noch mal rot. Ja, nicht mal eine Karte hier. So, wer hat am meisten Kraft hier? Podolski. Schießen wir mal. Sam! Ja, hat nicht geklappt. Dann halt so, Wams! Oh, der war knapp. So, ist hier noch Adel! Ah, muss früher schießen, Kameltreiber. So, das war's. 7-1. 7-1. Podolski, Podolski, Hernandez, Podolski, Nani, Podolski, Sirigu, Sirigu. Ja, Podolski mit 4 Toren in diesem Spiel. Chicharito, Mann des Spiels mit einer 9,8. Walcott auch eine 9,8. Die Verteidigung nicht so gut. Nicht so gute Wertung bekommen, ja. Bei ihm, Ben, 8. Ja, Sirigu eine 7. 7-4, der zweitbeste. Ja, dank seinen 2 Toren, sensationell. Sensationell, Junge. You have skill. So, erstes Spiel in Liga 1 gewonnen. Das ist schön. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Tag noch. Tschüss.